Hallo lieber Steffen, hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Interview. Ja, liebe Zuschauer, lieber Steffen, wir haben ein Thema heute und zwar, was hat sich nach dem Erwachen geändert? Meine erste Frage, was ist für dich Erwachen? Ja, Erwachen ist kein einfacher Begriff, weil man Erwachen gar nicht mit Worten beschreiben kann. Das ist nicht mein Zustand, das ist etwas, was einfach da ist und die Wahrnehmung ändert. Und letztendlich gibt es da auch viele Abstufungen und das Erwachen hört auch nie auf. Ich spreche mit vielen Menschen oder Weisheitslehrer und erfahre dann immer, dass es irgendwann beginnt, dass man die Illusion des Ego erkennt. Das heißt, das eigene Ego, diese Rolle, dieses Gedankenkonstrukt entsteht irgendwann im Alter von 2-3 Jahren. Dadurch beginnt auch die Trennung von anderen Menschen, dass man sich als individuell getrennt fühlt. Und Erwachen heißt für mich, dass ich erkenne, dass dieses Ego einfach eine Illusion ist. Und damit lebt sich komplett anders. Und dann geht die Reise weiter und es geht in verschiedenste Dimensionen. Und irgendwann erkennt man, dass wir alle nur ein reines Bewusstsein sind, was sich einfach erlebt durch uns, durch alle anderen. Und es ist das gleiche Bewusstsein dahinter. Das ist letztendlich die Erkenntnis, die ich jetzt als Erwachen bezeichne. Aber da gibt es natürlich noch unglaublich viele andere Begriffe dafür. Und jeder würde es wieder in anderen Worten beschreiben. Aber das ist zumindest mal meine Bezeichnung und Definition. Was verstehst du unter Ego? Ist das die Identifikation mit den Wahrnehmungen, mit den Gedanken, mit den Gefühlen? Das ist unter anderem genau diese Identifikation, dass ich denke, ich bin der Gedanke oder ich bin das Gefühl, was jetzt gerade da ist. Und ich bin eine Person in einem Körper. Das ist für mich dieses Ego-Denken. Und in dem Moment, wo ich das erkenne als Illusion, bin ich nicht mehr identifiziert mit Gedanken und Gefühlen, sondern dann bin ich einfach nur das, was wahrnimmt, dass Gedanken und Gefühle kommen, aber auch wieder gehen. Das, was immer da ist im Hintergrund, das ist dieses reine Bewusstsein, von dem ich gesprochen hatte. Ist Erwachen immer ein plötzliches Ereignis oder kann das auch ein Schritt sein, der so schrittchenweise, also ein Weg sein, der so schrittchenweise gegangen wird? Also ich hatte in meinem Bekanntenkreis schon so viele unterschiedliche Erfahrungen gehört und selbst auch erlebt. Letztendlich ist alles möglich. Von der plötzlichen Erleuchtung, die ein Kollege von mir in Mallorca hatte, als er auf den Machu Picchu in Peru gestiegen ist und vorher nichts mit Spiritualität zu tun hatte, also war es ganz plötzlich der Insight, wow, ich bin gar nicht getrennt von allem anderen, bis hin zu einer längeren Reise, wo ich auch viele Menschen kenne, die es gar nicht mal wirklich bemerkt haben, dass Erwachen da war, so wie es auch bei mir war, wo ich erst Jahre später eigentlich gemerkt hatte, wow, da gab es ein Erlebnis, das ich mal hatte und ab diesem Erlebnis gab es dann kein Leiden mehr. Weil es so tief verankert war, dass das, was geschieht, nicht mir geschieht, sondern dass es einfach geschieht, aber keiner Person geschieht. Und deshalb ist das Leiden dann auch weggefallen. Gemerkt, da es ein ganz langsamer Prozess war, habe ich es aber erst viel später. War auch ein ganz schönes Erlebnis im Osho Meditation Center in Indien. Und da gab es einfach eine Situation, die ich gesehen hatte, die für mich sehr schwierig war in dem Moment und wo ich erstmal kurz gezuckt habe und dann irgendwie nach oben geschaut habe und mich plötzlich bedankt habe. Das kam aus dem Nichts, kam dieses Danke hervor, weil ich den Eindruck hatte, wow, das bringt mich jetzt in meiner Persönlichkeit bestimmt sehr viel weiter. Daran kann ich wachsen, weil der Trigger so groß war. Und ab dem Tag war es tatsächlich so, dass die Dinge kommen und gehen, aber da gibt es keine Anhaftung dran an die Dinge. Da kam auch kein Leiden hoch, in dem Sinne, dass ich stundenlang oder tagelang über Dinge dann nachgedacht habe, um sie wieder zu ändern, sondern Gefühle und Gedanken kommen und gehen auch wieder. Aber nichts verweilt wirklich länger in diesem Moment. Und das war einfach die Erkenntnis, die ich später hatte. Ja.
Also da war dann keiner mehr, der erwacht ist, aber war auch keiner mehr, der es wahrgenommen hat? Da war etwas, was wahrgenommen hat, was gerade passiert. Und das würde ich jetzt mal so als Beobachter bezeichnen. Aber dieser Beobachter ist irgendwann später auch noch weggefallen, weil dann war einfach nur ein Fluss, ein Stream von Geschehnissen, die einfach da waren. Und da war nicht mehr der Gedanke, oh, das bin jetzt ich, dem das passiert, sondern just happening, just this in jedem Moment. Einfach nur das, was ist, ist das, was ist. Und diese Persönlichkeit im Hintergrund ist dann tatsächlich immer weiter in den Hintergrund und gar nicht mehr existent gewesen. Ja. Unterscheidest du zwischen Erwachen und Erleuchtung? Die Namen sind, wie ich vorhin kurz sagte, schon recht schwierig. Erleuchtung benutze ich selten, weil da ganz große mystische Meister mit belegt sind mit diesem Begriff. Ich selbst würde jetzt eher mit Erwachen arbeiten, und ich habe irgendwann den Dr. Jeffrey Martin kennengelernt aus Amerika, und er hatte so eine Art Finders Course aufgebaut, wo er ganz viele Menschen, die erwacht sind, interviewt hat und untersucht hat in wissenschaftlichen Studien und dabei herausgefunden hat, dass es sehr viele Layers gibt, sehr viele Level gibt von Erwachen. Und eine Stufe ist eben dieses Durchschauen des Egos, dass es eben Illusion ist. Eine andere Stufe ist dann, dass so eine Art Alleinheitserfahrung da ist, dass man sich wirklich wahrnimmt, eins mit allen anderen, mit Bäumen, mit Tieren, mit Menschen. Und dann gibt es weitere Level oder Layer, die dann noch Cities bewirken, also Kräfte, die plötzlich kommen. Und es kann nach innen hin immer tiefer gehen, in innere Universen. Und ich glaube zumindest, es hört nicht auf, diese Reise nach innen. Aber ein wichtiger Punkt am Anfang ist dieses Erwachenserlebnis. Ja. Kann quasi die Stille, die vielleicht auch erlebt wird, immer stiller werden? Die Stille ist ja eigentlich immer da, aber dadurch, dass wir in der Regel viele Gedanken haben, wird die Stille verdeckt. Da ist sie immer. Diese Präsenz ist immer im Hintergrund. Egal, ob wir jetzt sprechen oder leise sind oder still sind, dieser Raum dahinter ist immer da. Und tatsächlich wird die Stille immer mehr ausgedehnt, weil unnötige Gedanken einfach nicht mehr da sind. Es kommen zwar ab und zu Gedanken, aber die sind eher verhaftet im Hier und Jetzt mit den Dingen, die hier wirklich gerade geschehen. Zum Beispiel, ich hole mir jetzt einen Tee, welchen Tee trinke ich jetzt gerade? Das ist jetzt ein Gedanke, der einfach im Working Mind da ist. Oder dass ich überlege, wenn ich abends das Büro zumache, okay, was muss ich morgen als erstes tun, was muss ich morgen sortieren, damit ich die Termine morgen gut erledigen kann. Das ist der Working Mind, dass wirklich Dinge im Moment überlegt werden. Was aber wegfällt, ist der Thinking Mind. Ich glaube, es kam Working Mind, Thinking Mind kam damals von Ramesh Balsekar. Und Thinking Mind ist einfach der Verstand, der immer wieder bewertet, der immer wieder an die Vergangenheit denkt oder an die Zukunft. Vergangenheit bereut, was habe ich da falsch gemacht oder hätte ich das anders machen sollen, oder in der Zukunft, wo ich dann denke, oh Gott, was kann da passieren, und wenn jetzt derjenige das und das macht, dann geht es mir schlecht. Also all diese Dinge sind nicht im Hier und Jetzt, und das ändert sich auch. Diese Sachen fallen weg, diese Ängste der Zukunft oder dieses Bereuen der Vergangenheit. Es beschränkt sich auf Dinge, die hier benötigt werden, in diesem Real Life. Ist Erwachen immer mit einem Gefühl, Mitgefühl für die anderen Menschen oder Liebe oder nicht nur Menschen, sondern für allem verbunden, oder kann es auch erst eine kühle Stille sein? Also ich denke, am Anfang, wenn ich zurückblicke, war es eher erstmal eine kühle Stille, und es hat sich dann aber irgendwo geändert, weil Beziehungen sich definitiv verbessern. Aus dem Grund, weil man erkennt, dass man eins ist mit dem anderen, dass das reine Bewusstsein durch mich wahrnimmt, aber
auch durch jeden anderen. Und irgendwann erkennt man dann, wow, dass wenn ich jetzt etwas tue, was einen anderen verletzt, dann verletze ich ja eigentlich mich selbst. Wir sind alle eins in dem Sinne. Und man hat Verständnis, dass die Charaktere, die sich bilden, bei allen Menschen, dass das alles basiert auf Konditionierungen aus der Vergangenheit. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die gleiche Kindheit gehabt hätte, wie jemand, mit dem ich spreche, dann hätte ich mich wahrscheinlich genauso verhalten. Es ist so deutlich, dass wir durch das Umfeld, in das wir hineingeboren werden, durch die ganzen Konditionierungen Jahr für Jahr, durch die Verletzungen, die wir erleben, durch alle anderen Erfahrungen geprägt werden und deshalb einen gewissen Charakter nach außen hin haben. Aber irgendwann durchschaut man, dass das einfach eine Kette von Abläufen war, die geschehen ist und der andere gar nicht viel dazu konnte. Und in dem Moment kann man den anderen viel besser verstehen. So wie die Indianer sagen, laufe eine Meile in den Mokassins deiner Feinde, bevor du sie angreifst. Dann würde man nämlich verstehen, warum der andere die jeweiligen Charakterzüge hat. Und von daher verbessern sich die Beziehungen auf jeden Fall. Und es kommt eigentlich nicht vor, dass man anderen absichtlich schaden möchte. Dass es mal gelegentlich vorkommt, wenn man nicht besonders achtsam ist, das kann natürlich sein, aber absichtlich schaden würde man eigentlich niemanden. Wie ändert sich die Beziehung zum eigenen Körper oder ändert die sich? Also man ist nicht mehr damit identifiziert, aber der Körper ist immer noch der Fokus der Wahrnehmung. Also von Körper aus gehen die Wahrnehmungen aus. Mhm. Genau, da ist jetzt tatsächlich ein Wahrnehmender und der geht tatsächlich von irgendwo hier aus, der auch den Körper wahrnimmt. Was sich ändert ist, der Körper wird weiterhin bedient mit Essen, Trinken und Caring, also man kümmert sich drum um den Körper, weil der Körper wie eine Art Tempel ist, aber die Anhaftung daran ist auf jeden Fall losgelöst, weil wenn sich Dinge ändern, man bekommt vielleicht ein kleines Bäuchlein oder es fallen Haare aus, dann ist es so, wie es ist, aber dann ist man nicht angehaftet und denkt, oh nein, ich bin ein schlechter Mensch, weil das und das passiert oder ich bin unattraktiv, weil das oder das passiert. Sondern es wird einfach so genommen, wie es ist. Ohne Bewertung letztendlich. Nimmst du den Raum wahr, in dem dein Körper und überhaupt das ganze Leben passiert? Der Raum wird wahrgenommen, nicht in jeder Sekunde des Lebens, je nachdem, was sonst gerade noch passiert. Aber sobald der Mund hier zu ist und sobald ein klein wenig Stille da ist, ist der Raum auch da. Diese Präsenz ist eigentlich immer spürbar, wenn die Achtsamkeit draufgelegt wird. Und je nachdem, was gerade außen los ist, ist dann mal der Raum mehr präsent oder weniger präsent. Ja. Wenn du einen Satz anfängst zu sprechen, wie jetzt beim Interview, weißt du das Ende vom Satz? Nee, ich weiß nicht mal den nächsten Satz. Oder ich weiß nicht, was in der Mitte kommt, ich weiß nicht, was am Ende kommt. Vielleicht weiß ich noch ein Wort vorher, was da ist. Aber wenn ich mich jetzt so beobachte, kommen hier einfach Worte raus. Und da ist kein Denker, der irgendwie vorher denkt, das müsste jetzt so heißen. Sondern ich nehme es wirklich wahr, die Worte kommen einfach so, wie sie Lust haben. Sie sind einfach im Raum. Da ist auch keine Instanz, die die Grammatik prüft oder irgendwas? Nee. Oder ein Inhalt? Da ist auch keine Instanz mit Grammatik oder Inhalt. Die kann mal kurz da sein, aber das ist ein Moment, wo plötzlich ein Gedanke da ist, wo vielleicht so eine Instanz mal kurz spürbar ist, die ist aber in einer Millisekunde wieder weg und dann kommt einfach weiter raus. Kannst du noch konkret darüber sprechen, was sich alles geändert hat seit dem Erwachen? Also wenn ich jetzt also an mein Leben denke, dann hat sich gar nicht mal so viel geändert. Das heißt, der Job ist gleich geblieben, viele Freunde sind gleich geblieben, wobei ich ursprünglich anfangs einige Freunde dann eher mal weniger getroffen habe. Aber inzwischen ist es so, dass es überhaupt keine Rolle spielt, ob die jetzt spirituell sind oder erwacht sind oder nicht erwacht sind. Das Leben ist das Leben. Die Freizeitaktivitäten, die ich mache, sind auch alle ziemlich ähnlich. Die Hobbys, die ich habe, sind sehr gleich geblieben. Und
das, was sich hauptsächlich geändert hat, ist, dass so eine ganz tiefe innere Gelassenheit da ist, so ein innerer Frieden da ist und Dinge, die passieren, nicht mehr bewertet werden. Das heißt, Dinge geschehen und dann kann es sein, dass mal vielleicht ein kleiner Impuls kommt von Emotion oder Gefühl, aber da gibt es kein Anhaften an der Situation, dass das Gefühl jetzt länger bleibt, sondern der Körper reagiert automatisiert. Etwas ist da. Und dann ist aber diese Gewissheit da, dass hier keine Persönlichkeit ist. Das ist so deutlich, dass dann auch niemand ist, der verletzt wird in dem Moment. Oder niemand, der sich irgendwie Sorgen machen müsste. Sondern ein Impuls kommt von außen, da kommt vielleicht ein kleiner Trigger. Manchmal kommt eine Reaktion, meistens nicht. Aber selbst wenn eine Reaktion kommt, dann ist da so ein ganz starkes Okay im Hintergrund. Okay, das Leben möchte jetzt, dass das und das passiert, so wie es jetzt passiert ist. Und dieses Okay gibt diese innere Gelassenheit, dieses Vertrauen, wie die Christen auch sagen, dein Wille geschehe. Dieses Vertrauen ist immens ausgeprägt und deshalb werden die Situationen nicht in gut und schlecht eingeteilt, sondern einfach, it's just happening. Es ist einfach ein Geschehen, was jetzt gerade da ist. Und das Leben, das Bewusstsein, die Quelle möchte sich jetzt durch mich genauso erleben, mit der Situation, mit den Gefühlen, mit den Reaktionen, die jetzt gerade da sind. Und letztendlich gibt es ein richtig großes Vertrauen ins Leben. Was auch immer sich zeigt, ist in Ordnung, ist okay. Das ist ein absolutes Okayness. Und mein Lieblingsspruch heißt, no attachment to the outcome. Das heißt, Dinge werden getan. Es gibt aber keinerlei Erwartung, dass das Leben das, was ich wünsche oder das, was ich als Ziel habe, so auch bedient. Sondern keine Anhaftung an das, was hier gerade abläuft. Das würde das am ehesten treffen und dadurch hört auch das Leiden auf. Dadurch, dass die Bewertung nicht da ist, gibt es auch niemanden, der leidet, dass jetzt irgendwas vielleicht schief geht oder dass vielleicht am Körper vielleicht mal der Finger gebrochen wird oder was anderes passiert. Das passiert, da kommt mal Schmerz, aber und dann ist einfach nur Präsenz, einfach nur da. Ohne Bewertung, gut oder schlecht, nee, es ist passiert. Und vielleicht der Gedanke, okay, was ist das Beste, was ich jetzt draus machen kann? Aber kein Bedauern, kein Leiden, keine Ängste, das ist letztendlich, glaube ich, das, was am ehesten sich geändert hat. Aber der Wunsch nach Veränderung, der kann trotzdem da sein. Also das kann auch einfach so auftauchen. Komplett. Das kann genauso auftauchen, dass man immer wieder hinterfragt, okay, was ist meine Präferenz? Gefällt mir das hier? Gefällt mir es nicht? Ändere ich was? Das ist immer wieder da. Aber selbst wenn sich nichts ändert, ist die gleiche Zufriedenheit trotzdem da. Also man ist nicht mehr abhängig vom Erreichen irgendwelcher Ziele, die im Außen gerade da sind. Das heißt, es gibt dann kein Leiden mehr? Ich würde sagen, es gibt kein Leiden mehr. Also es kann Schmerz geben. Schmerz heißt für mich Schmerz im Körper oder Schmerz kann auch sein, da kommt eine intensive Emotion einfach mal hoch, weil irgendein uralter Trigger vielleicht noch da ist. Aber Leiden heißt für mich, dass Zeit mit dabei ist. Nicht, dass nur ein Impuls ist, sondern dass dann der Verstand in eine Geschichte geht und in dieser Geschichte, in dieser Zeit wird dann das Leiden kreiert, das ja super lange laufen kann. Und diese Geschichte, die dann beginnt zu laufen, die ist weggefallen. Ja. Wenn jetzt also vor deiner Haustür eine riesenlaute Baustelle starten würde, die es unmöglich macht, dass du hier lebst, dann würdest du nicht sagen, oh Mist und alles, sondern du würdest einfach nur gucken, was für Möglichkeiten habe ich, wo kann ich hingehen oder... Genau, da gibt es so einen anderen Lieblingsspruch, den ich habe, change it, leave it or love it. Das heißt, in dem Moment würde ich erstmal mich arrangieren und schauen, wie kann ich so transparent sein, dass es wirklich durchläuft. Wenn ich dann aber zum Beispiel tagsüber arbeiten muss und Videocalls habe dann, und weiß, die Baustelle dauert noch ein Jahr, dann ist die erste Frage, kann ich es ändern? Ja, ich kann vielleicht irgendwo Dämmstoff hinmachen oder andere Überlegungen anstreben, wenn ich das nicht kann oder will. Habe ich die zweite Frage, kann ich die Situation verlassen? Ich könnte mir überlegen, okay, dann ziehe ich mal 3 Monate zum Freund oder ziehe überhaupt um. Wenn ich das nicht kann oder nicht will, bleibt nur die dritte Möglichkeit, das ist die es meistens gibt, love it.
Also change it, leave it or love it. Und dieses love it heißt einfach, das okay im Hintergrund zu haben. Okay, es ist so, es ist. Ich kann nicht umziehen im Moment. Ich kann auch die Situation gerade nicht ändern. Also okay, mach's Beste draus. Das wäre jetzt so diese innere Einstellung, die das Ganze prägt. Wie sieht's mit deinem Vertrauen ins Leben aus? Brauchst du überhaupt noch Vertrauen, weil das Leben einfach so passiert, ohne Kommentar? Das Grundvertrauen ist in dem Moment schon da, weil erkannt ist, wie das Leben durch mich läuft. Von daher brauchst du nicht nochmal extra Vertrauen ins Leben, sondern es ist dieses Okay, das ist eh schon im Hintergrund. An das Wort denke ich gar nicht. Ich vertraue oder ich vertraue nicht. Es ist da. Was hat sich an deinen Gedanken verändert? Die Gedanken sind tatsächlich viel, viel mehr in diesem gegenwärtigen Moment. Also just this, genau was jetzt ist, ist das Wichtigste. Und die Gedanken schweifen nicht dauernd ab in Vergangenheit und Zukunft, so wie ich es eben schon mal kurz beschrieben hatte. Definitiv sind weniger Gedanken da. Gedanken sind da, wenn irgendwas Wichtiges entsteht. Und was sich noch geändert hat, ist, dass ich das Ganze eher aus einer Beobachterposition wahrnehme. Das heißt, da kommt ein Gedanke, da ist aber keine Identifizierung mit dem Gedanken, sondern da ist eher der Blick aus dem leeren Raum. Der Blick kann man wirklich nicht beschreiben in Worten. Einfach diese Wahrnehmung ist da, Gedanken werden gesehen, Gefühle werden gesehen, wie sie kommen und gehen. Alles kommt und geht, aber das, was ich bin, ist eher das, was wahrnimmt, aber nicht das, was kommt und geht. Das hat sich so ein bisschen geändert. Die Gedanken stören auch in dem Moment dann nicht mehr, weil sie auch nicht bekämpft werden oder auch nicht identifiziert werden, auch nicht angehaftet wird. Also letztendlich geht es darum, zu erkennen, dass man nicht der Gedanke ist, sondern das, was den Gedanken wahrnimmt. Weil man ja auch sagt, ich habe Gedanken, ich habe Gefühle, aber wer ist dann dieses Ich? Das ist der Punkt. Zu erkennen, das bin ich gar nicht. Ich bin das, was wahrnimmt. Das hat sich so ein bisschen im Bereich der Gedanken geändert. Und der Inhalt von dem, was du wahrnimmst, dafür ist dann der Working Mind da, um das zu verarbeiten? Genau, dafür ist der Working Mind da. Der läuft einfach automatisiert. Ja. Hast du noch Gefühle? Es gibt Gefühle, aber deutlich weniger als früher. Das heißt, das Leben ist viel mehr gleichmäßig und flach. Es kommen natürlich Grundgefühle, aber die Grundgefühle haben sich geändert. Da ist so ein Grundgefühl von Zufriedenheit, so absolute Zufriedenheit mit dem, was ist. Mitgefühl ist etwas, was immer mitschwingt, wenn ich Menschen treffe. Liebe ist immer da. Liebe heißt ja, man bewertet nicht das, was da ist, sondern man nimmt es so, wie es ist. Dieses change it, leave it, love it. Also das ist sehr dominant, aber das ist nicht so ein Gefühl wie verliebt sein, sondern Liebe ist einfach dieses Okayness im Hintergrund. Das ist okay, so wie es ist. Das ist absolute Zufriedenheit. Das ist so das Grundgefühl und das wird aber kaum, das ändert sich kaum. Das ist immer im Hintergrund. Das ist immer irgendwie spürbar in dem Moment. Und dann kann es manche Situationen geben, dass dann vielleicht irgendwas Uraltes hochkommt an Trigger. Und dann kommt vielleicht so ein kleines Zucken oder der Körper ist erstmal spürbar oder da kommt vielleicht mal ein bisschen Wut hoch. Aber das wird dann gesehen und in dem Moment, wo es gesehen wird und nicht bekämpft wird, sondern da sein darf, okay, Wut darf da sein, dann löst sich es auch schon wieder von alleine auf. Ja. Ist das hört sich für mich so an, als dass das mit einer Leichtigkeit dann verbunden ist. Absolute Leichtigkeit, ja. Das Leben ist sehr leicht geworden. Die Schwere ist draußen, weil was auch immer kommt, da ist eher eine Dankbarkeit da. Wenn mal was eher, was ich früher als schwer eingeordnet hätte, wenn das kommt, ist so, wie ich es vorhin beschrieben hatte in dem Osho Meditation Center, dass dann innerlich jetzt wirklich auch so ein okay, danke da ist, danke, dass ich hier wachsen kann an der Situation. Danke, dass ich sehe, dass da noch körperlich noch ein Trigger da ist und dass ich damit jetzt arbeiten kann. Das ist dann vielleicht eher der Hintergrund. Hast du noch Ziele und Visionen in deinem Leben? Letztendlich ist das Leben ein ganz schöner Fluss,
der kommt und geht. Und ich hatte seit 1995 bis vor 4-5 Jahren immer Visionen und Ziele für mein Leben. Ich habe also immer geschaut, wo möchte ich in 10 Jahren sein? Was möchte ich ändern gesundheitlich, vom Charakter, materiell, in Beziehungen, im Beruf? Ich hatte da wirklich meine Strategie, mit Affirmationen zu arbeiten. Und das ist letztendlich nicht verwerflich, das ist okay, aber bei mir selbst sind die Ziele irgendwie weggefallen. Ich bin gestern in einem Kongressinterview gefragt worden, welche Ziele ich hätte, und mir sind tatsächlich keine eingefallen, weil sich so ein Vertrauen ins Leben eingebettet hat, dass ich jetzt einfach das Gefühl habe, wen auch immer ich treffen soll, was auch immer passieren soll, wird kommen in mein Leben. Und ich vertraue einfach viel mehr dem Fluss des Lebens, was da kommt und geht. Und ich habe natürlich Präferenzen. Ich mag auch, wenn ich in Urlaub bin, eine schöne Location haben oder ein gemütliches Hotelzimmer haben. Oder ich fahre auch gern ein schönes Auto, wo ich mich drin wohlfühle. Das hat sich vom äußeren Stil nicht viel geändert. Aber innerlich ist der Unterschied, dass ich zum einen keine großen Besitztümer brauche und zum anderen, dass die auch loslassen kann. Das heißt, wie auch immer das Leben sich entscheidet, ob ich Geld habe, ob ich kein Geld habe, ob ich Geld verdiene, ob ich kein Geld verdiene, wird das genauso angenommen. Da ist also keine Anhaftung an irgendwelche Besitztümer. Das Verlangen ist irgendwie weggegangen. Auch die Einkäufe, jetzt Klamotten kaufen oder andere Dinge kaufen, das ist ganz, ganz stark zurückgegangen. Und von der Seite aus ist sogar das Verlangen nach mehr Wissen in den Hintergrund gerückt. Ich war verrückt nach Büchern, nach Workshops, nach Weiterbildung, nach Persönlichkeitswachstum, aber letztendlich hat sich auch das aufgelöst. Nicht, weil ich alles weiß oder alles kann, sondern weil das Interesse daran nicht mehr so groß ist, weil das Leben jetzt mehr in diesem Moment ist, so wie es jetzt ist. Es wird mehr direkt erlebt, das Leben, und nicht als Wissen aufgebaut oder Persönlichkeit ist noch weiter nach vorne zu bringen. Nee, es ist okay. Selbst wenn Ecken und Kanten da sind im Charakter, dann ist es völlig okay. Hat sich dein Charakter verändert? Eher in die Richtung, dass ich merke, dass ich authentischer geworden bin. Dass ich eher das auch ausleben kann, was gerade sich zeigt. Dass es weniger wichtig ist, was andere denken. Und eine Charaktereigenschaft, die ich hatte, war zum Beispiel Perfektionismus. Und ich wollte also immer, dass die Dinge gut laufen, dass ich die besonders gut abliefere, wenn ich irgendeine Aufgabe hatte. Ich war Profi-Handballer. Ich habe immer versucht, vorne zu sein und in Wettbewerben zu sein, bis ich merkte, dass es eigentlich deshalb war, weil ich meinen Eltern gefallen wollte, weil ich innerlich den Glaubenssatz hatte, ich bin nicht gut genug. Und deshalb war einfach dieser Perfektionismus immer da. Und seit dem Erlebnis ist das eher abgefallen. Was sich natürlich nicht ändert, ist, ich versuche die Sachen trotzdem noch gut zu machen, weil das einfach intrinsisch in mir drin ist. Aber es ist nicht mehr so wichtig, ob es klappt oder nicht. Wenn es klappt, ist okay. Wenn es nicht klappt, wenn Fehler passieren, dann ist es völlig okay. Da gibt es keine Anhaftung ans Ergebnis. Genau, no attachment to the outcome, auch in diesem Moment. Hat das Erwachen dir besondere Kräfte verliehen? Ich hatte so bei anderen miterlebt, dass sie entweder keine Kräfte hatten, manche waren hellsichtig, andere waren hellhörig. Letztendlich war ich vorher schon als Heiler tätig, und so meine Erkenntnis daraus ist eher in dem Moment, in dem ich mit mir präsent verbunden war, in dem ich wirklich in dieser Präsenz war, gab es viel tiefer gehende Heilung bei meinen Klienten. Das heißt, ich mache zum Beispiel eine Heilmeditation zweimal in der Woche, 15 Minuten jeweils, wo 6000 Menschen dabei sind. Und da merke ich an den Rückmeldungen, dass sich da sehr viel ändert in den letzten Jahren, weil es einfach tiefer ist. Und der Heiler selbst in seiner Präsenz steckt natürlich auch andere gegenüber an. Das ist ja ein Bewusstsein, was sich durch uns erlebt, was noch
klar war, ich bin nicht der Heiler. Das kam auch immer mehr raus. Sondern da ist die Quelle, die gerade irgendwie in Aktion ist. Aber da ist kein Steffen, der jetzt der Heiler ist, der große Wunder bewirkt. Sondern die Wunder geschehen einfach. Ob ich jetzt da bin oder nicht da bin, spielt wahrscheinlich keine Rolle. Über deine Beziehung zu anderen Menschen hast du eigentlich schon gesprochen. Hatten wir, glaube ich, schon gesprochen, ja. Genau. Gibt es Techniken zum Erwachen? Letztendlich gibt es ja sehr viele Techniken, um in dieses persönliche Wachstum zu kommen. Was aber meine Erkenntnis ist, war tatsächlich, dass es Techniken gibt, um sich zu öffnen für diesen Weg, um sich zu öffnen, dass man wirklich, das ist ja kein Zustand, dass man auch kein Erleben, ich finde keine Worte dazu, aber das Erwachen kommt am Ende, wenn es kommen will oder auch nicht. Das ist eher Gnade, würde ich jetzt sagen, vom Leben, von der Quelle selbst. Aber die Schritte dahin, das Ganze zu öffnen, das ist möglich, indem man Übungen macht, indem man Bücher liest, indem man auf den Weg geht, indem man in Stille ist. Sehr, sehr viel Stille hilft, bewusst zu werden, was sich hier überhaupt zeigt. An Gedanken, an Gefühlen, an Wahrnehmung. Und letztendlich habe ich es immer so beschrieben, dass man durch die Übungen das Fenster öffnen kann, aber man kann nicht entscheiden, ob der Wind reinkommt oder nicht. Das kommt oder kommt nicht. Aber auf dieser 3D-Ebene kann man natürlich Dinge tun und an sich arbeiten, um letztendlich den Weg zu öffnen und es schneller zu erkennen an der Stelle. Und dazu gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, um persönlich zu wachsen. Da kann ich Inner Child Seminare machen, da kann ich Therapie machen, Tai Chi, Qigong, Yoga. Ganz tief für mich ist Meditation, und ich habe es ja vorhin schon kurz erwähnt, dass wir Heilmeditationen machen, wo auch Heilimpulse laufen, und in diesen Meditationen kann man einfach sich 15 Minuten einklinken, das sind geführte Meditationen oder auch Anleitungen, wie man mit sich in Stille meditiert. Das ändert sich jede Woche, und da kann ich nur empfehlen, einfach mal da reinzuschauen und sich mit Meditation auseinanderzusetzen, weil das eine sehr tiefe Öffnung nach innen ist. Ist Kontakt mit Menschen, die schon erwacht sind, hilfreich? Ich denke ja. Also ich war bei ganz vielen Satsang-Lehrern seit 20 Jahren, und ich habe schon sehr viel für mein Leben mitgenommen, und die ganze Einstellung hat sich im Laufe der Jahre dadurch auch geändert. Es hat dann nicht geholfen beim letzten Schritt, aber ich würde sagen, fürs Leben an sich habe ich viel Spaß gehabt dabei und hat mich auch weiterentwickelt von der Persönlichkeit. Okay, lieber Steffen, vielen Dank. Danke dir, Devasetu.